Ich bin umgeben von der Liebe Gottes. Du zeigst mir die Liebe Gottes. Durch dich bin ich umgeben von der Liebe Gottes. Du bist genauso Teil von ihm. Wir alle sind umgeben von der Liebe Gottes. Da ist kein Unterschied. Wir sind alle Schöpfung Gottes. Alles ist mir von Gott gegeben. Und so auch du. Wir sind aus seiner Liebe erschaffen. Wir werden von seiner Liebe erhalten. Und das heißt, wir sind immer umgeben. Durchflutet von seiner Liebe, die ich selbst bin. Ich bin umgeben von der Liebe Gottes. In jedem Moment. In allem, was ich erfahre. In dem, was ich sehe. In dem, was ich höre. Schmecke, rieche. Fühle. Gott ist in allem, was ich sehe, wenn Gott in meinem Geist ist. Ich bin durchflutet von seiner Liebe. Ich bin. Und was für ein wunderbares Geschenk mit diesem heutigen Gebet, wie jeden Tag. Und das anzunehmen und auch anzuwenden, genau dafür ist es mir gegeben. Vater, du stehst vor mir und hinter mir, neben mir, an dem Ort, wo ich mich selber sehe. Und überall, wohin ich gehe. Du bist in allen Dingen, auf die ich schaue, in den Geräuschen, die ich höre und in jeder Hand, die nach der meinen greift. Sei nicht mehr betrübt, wenn du des Bruders Hand dir vielleicht scheinbar nicht immer gegeben ist, wenn du keine Antwort vom Bruder bekommst, die du dir erhofft hast. Die Hand ist dir immer gegeben. Erhebe dich
und du wirst es anders sehen. Auch wenn vielleicht Kommunikation im Sinne des Vaters nicht möglich ist. Dir ist alles gegeben. Es spielt keine Rolle. Richte dich nur für Gott aus. Geh den Weg der Heilung. Gott ist jetzt mit dir. Du bist jetzt umgeben von seiner Liebe für dich. Und sie will gegeben werden, unterschiedslos. In jedem Moment. Reiche du immer deine Hand. Sprich du immer von der Liebe. Unabhängig von irgendeiner Antwort, die du vielleicht bekommst oder nicht bekommst. Es sind immer wieder nur Ebenenverwechslungen. Alle meine Bedürfnisse sind in Gott befriedigt. Ich bin umgeben von seiner Liebe, meinem Zuhause. Die Zeit verschwindet in dir, Vater, und der Ort wird ein bedeutungsloser Glaube. All das hier auf dieser Ego-Traumebene hat nicht mehr die Bedeutung. Ich entziehe mir selbst den Schrecken. Durch mein Erhellen, durch meine Auferstehung, durch die Liebe Gottes. Denn das, was deinen Sohn umgibt und was ihn sicher hält, das ist die Liebe selbst. Die Liebe Gottes zu dir und deine Liebe zu ihm. Nun sprich zu dir selbst und zu mir und zu jedem Bruder, weil es nur eine Liebe ist. Und darin habe ich mich scheinbar noch zu schulen. Mögen wir Verstärker für die Liebe Gottes sein, und das sind wir. Nur dafür zu geben. So ein mächtiges Lernen und Verlernen. Es gibt keine Quelle außer dieser, und es gibt nichts, was ihre Heiligkeit, großgeschrieben, nicht teilen, was jenseits deiner einen Schöpfung stehen würde oder ohne jene Liebe wäre, die alle Dinge in sich selber hält. Eine Liebe, eine Quelle, eine Schöpfung, ein Geist. Ein Zuhause,
ein Sohn, ein Christus. Eins sein. Vater, dein Sohn ist wie du selbst, Gott gleich. Ich bin doch sein Kind. Schöpfergeist wie er selbst. Möge ich seinen Willen tun. Der auch meiner ist. Und dann sehe ich, dass da nur Liebe ist. Ich bin umgeben von der Liebe Gottes. Vielleicht zeigt es mir einen Moment auch noch, wo ich noch nicht vollständige Liebe einlassen kann. Dass da vielleicht noch ein Urteil ist oder ein Bedürfnis. Es dient mir alles zum Besten, ne? Das jetzt abzugeben, noch weiter zurücktreten. Die Liebe des Vaters über all das hier hinwegfließen zu lassen. Weil da nur Liebe ist. Wir kommen heute in deinem eigenen Namen zu dir, Vater, um in Frieden zu sein, in deiner ewig währenden Liebe. In deiner ewig währenden Liebe. Wir gehen immer in seiner vollkommenen Liebe, weil wir das selbst sind. Und das zu lehren, das zu geben. Beständig, beständig, beständig. Damit wir sicher sind und sicher bleiben. Damit wir uns immer schneller erinnern und gar nicht mehr ins Vergessen fallen. Und uns an das Alte erinnern, was nicht wahr ist. Möge ich das Alte vergessen und mich nur an Gott jetzt erinnern. Und Jesus ruft, meine Brüder, verbindet heute euch mit mir darin, in dieser Liebe. Dies ist das Gebet der Erlösung. Und ich bin der Erlöser. Wie kann ich mich dem dann verwehren?
Ich stehe mir nur selber im Wege. Müssen wir uns nicht in dem verbinden, was die Welt erlösen wird, mit uns zugleich? Wir sind eines Geistes. Da kann es nichts Getrenntes geben. Und damit aufzuhören. Widerstand ist zwecklos. Möge ich sanft kapitulieren und es geschieht. Dies hier ist ein sanfter Weg der Liebe und des Friedens. Du kannst mich jetzt noch als Sprungbrett nutzen, aber du selbst bist das Sprungbrett. Das Wort Gottes ist dir genauso gegeben wie mir. Da ist kein Unterschied. Du bist genauso Türöffner, Verstärker, Diener Gottes, Gastgeber Gottes. Also rufe ich dich im Namen des Vaters, deinen Ruf zu folgen, mit mir still zu gehen, Hand in Hand. Es geschieht sowieso schon, sich der Geborgenheit, dieser Zärtlichkeit und Sanftheit im Miteinander, im geistigen Sinne hinzugeben. Es geht nicht um Körper, es geht nur um Geist. Den Körper als Mittel nutzen, so wie alles andere auch. Ich muss ihm aber noch die Bedeutung entziehen, weil ich mich da so darauf fixiert und reduziert habe. Er hat nicht diese Bedeutung. Also, gib mir deinen Segen, heiliger Sohn Gottes. Gib mir deine Liebe, heiliger Bruder, weil wir das nur sind. Ein Einheitsgedanke. Der Liebe Gottes selbst, dem Christusbewusstsein.
Du musst nicht immer loshechten, mein lieber Bruder. Es gibt in dem Sinne nichts zu tun. Nichts zu beweisen. Es ist einfach. Vergiss nicht, ich spreche immer mit mir selber, ne? Ich bin umgeben von der Liebe Gottes. Vater, du stehst. Ich bin umgeben von der Liebe Gottes. Vater, du stehst vor mir und hinter mir, neben mir, an dem Ort, wo ich mich selber sehe, und überall, wohin ich gehe. Du bist in allen Dingen, auf die ich schaue, in den Geräuschen, die ich höre, und in jeder Hand, die nach der meinen greift. Die Zeit verschwindet in dir, und der Ort wird ein bedeutungsloser Glaube. Denn das, was deinem Sohn umgibt und was ihn sicher hält, das ist die Liebe selbst. Es gibt keine Quelle außer dieser und es gibt nichts, das ihre Heiligkeit nicht teilen, was jenseits deiner einen Schöpfung stehen würde oder ohne jene Liebe wäre. In allen Dingen in sich selber hält. Vater, dein Sohn ist wie du selbst. Wir kommen heute in deinem eigenen Namen zu dir, um in Frieden zu sein, in deiner ewig währenden Liebe. Meine Brüder, verbindet heute euch mit mir darin. Dies ist das Gebet der Erlösung. Müssen wir uns nicht in dem verbinden, was die Welt erlösen wird, mit uns zugleich? Ich bin umgeben von der Liebe Gottes. 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 Ich bin umgeben von der Liebe. Von der Liebe Gottes. Ich bin umgeben von der Liebe Gottes. Ich bin umgeben von der Liebe Gottes. Ich bin umgeben von der Liebe, von der Liebe Gottes.
Ich bin umgeben von der Liebe Gottes. Vater, du stehst vor mir und hinter mir, neben mir, an dem Ort, wo ich mich selber sehe und überall, wohin ich gehe. Du bist in allen Dingen, auf die ich schaue, in den Geräuschen, die ich höre, und in jeder Hand, die nach meinen greift. Die Zeit verschwindet in dir, und der Ort wird ein bedeutungsloser Glaube. Denn das, was deinen Sohn umgibt und was ihn sicher hält, das ist die Liebe selbst. Es gibt keine Quelle außer dieser und es gibt nichts, was ihre Heiligkeit nicht teilen, was jenseits deiner Schöpfung stehen würde und ohne jene Liebe wäre, die alle Dinge in sich selber hält. Vater, dein Sohn ist wie du selbst. Wir kommen heute in deinen eigenen Namen zu dir, um in Frieden zu sein, in deiner ewig währenden Liebe. Gott ist die Liebe und ich bin. Meine Brüder, verbindet heute euch mit mir darin. Dies ist das Gebet der Erlösung. Müssen wir uns nicht in dem verbinden, was die Welt erlösen wird, mit uns zugleich? Ich bin umgeben von der Liebe Gottes. Amen. Ich bin umgeben von der Liebe Gottes. Vater, du stehst vor mir und hinter mir, neben mir, an dem Ort, wo ich mich selber sehe und überall, wohin ich gehe. Du bist in allen Dingen, auf die ich schaue, in den Geräuschen, die ich höre, und in jeder Hand, die nach der meinen greift. Die Zeit verschwindet in dir und der Ort wird ein bedeutungsloser Glaube. Denn das, was deinen Sohn umgibt und was ihn sicher hält, das ist die Liebe selbst. Es gibt keine Quelle außer dieser. Und es gibt nichts, was ihre Heiligkeit nicht teilen, was jenseits deiner Schöpfung stehen würde oder ohne jene Liebe wäre, die alle Dinge in sich selber hält. Vater, dein Sohn ist wie du selbst. Wir kommen heute in deinem eigenen Namen zu dir, um in Frieden zu sein, in deiner ewig währenden Liebe. Vater, ich bitte dich, lass mich das, was ich hier lese, was meine Ohren hören, lass mich wirklich erfahren und fühlen, spüren, dass dies so ist, dass dies die Wahrheit ist,
in Gewissheit, dass es so ist. Das ist mein tiefstes Sehnen, dies für mich erfahrbar zu machen. Heiliger Geist, Bruder Jesus, Gottvater, darum bitte ich aus tiefstem Herzen. Meine Brüder, verbindet heute euch mit mir darin. Dies ist das Gebet der Erlösung. Müssen wir uns nicht in dem verbinden, was die Welt erlösen wird, mit uns zugleich? Ja, diese Erlösung, die ja eigentlich schon geschehen ist und ich bin schon erlöst und das ist alles, was ich weiß. Und jetzt geht es für mich wirklich darum, das auch zu fühlen und zu erfahren. Ja, nochmal mein Gebet, meine Bitte, mein Wunsch, dass es mir gegeben werden möge. Ich bin umgeben von der Liebe Gottes. Amen. Vater, du stehst vor mir und hinter mir, neben mir, an dem Ort, wo ich mich selber sehe und überall, wohin ich gehe. Ich bin wahrhaftig umgeben von der Liebe Gottes. Vater, du bist in allen Dingen, auf die ich schaue, in den Geräuschen, die ich höre und in jeder Hand, die nach der meinen greift. Ich bin umgeben von der Liebe Gottes. Die Zeit verschwindet in dir. Der Ort wird ein bedeutungsloser Glaube. Denn das, was dein Sohn umgibt und was ihn sicher hält, das ist die Liebe selbst. Ich bin umgeben von der Liebe Gottes. Es gibt keine Quelle außer dieser und es gibt nichts, was ihre Heiligkeit nicht teilen, was jenseits deiner einen Schöpfung stehen würde oder jene Liebe wäre, die alle Dinge in sich selber hält. Ich bin umgeben von der Liebe Gottes. Vater, dein Sohn ist wie du selbst. Wir kommen heute in deinem eigenen Namen zu dir, um in Frieden zu sein, in deiner ewig währenden Liebe. Ich bin umgeben von der Liebe Gottes. Danke, Jesus, für das Erinnern.
bin umgeben von der Liebe Gottes. Vater, du stehst vor mir und hinter mir, neben mir, an dem Ort, wo ich mich selber sehe und überall, wohin ich gehe. Du bist in allen Dingen, auf die ich schaue, in den Geräuschen, die ich höre und in jeder Hand, die nach der meinen greift. Die Zeit verschwindet in dir und der Ort wird ein bedeutungsloser Glaube. Denn das, was deinem Sohn umgibt und was ihn sicher hält, das ist die Liebe selbst. Es gibt keine Quelle außer dieser. Und es gibt nichts, was ihre Heiligkeit nicht teilen, was jenseits deiner einen Schöpfung stehen würde oder ohne jene Liebe wäre, die alle Dinge in sich selber hält. Vater, dein Sohn ist wie du selbst. Wir kommen heute in deinem eigenen Namen zu dir, um in Frieden zu sein, in deiner ewig währenden Liebe. Amen. Danke, Vater, dass ich hören und sehen darf. Dass ich in meinen Brüdern die eine Liebe sehen darf. Danke, danke. Danke für all deine Liebe, deinen Frieden, Vater, deine Freude, dein Licht. Danke, Vater, für diese Vollkommenheit. Ich bin umgeben von der Liebe Gottes. Jetzt. Ich bin umgeben von der Liebe Gottes. Die Liebe hat immer Überfluss. Es gibt keinen Mangel an Licht, es gibt keine Sünde, es gibt nur die Fülle im reinen Geist. Diejenigen, die wahrnehmen und erkennen, dass sie von der Liebe Gottes umgeben sind, haben alles und haben keinerlei Bedürfnis. Der Sinn und Zweck der Liebe Gottes ist es, dir alles zurückzuerstatten und es vielmehr deinem Gewahrsein zurückzuerstatten. Uns wurde alles gegeben, als wir erschaffen wurden, ebenso wie allen anderen auch.
Der Christus in mir ist ruhig und still. Er schaut nur und frohlockt, weil alle Bedürfnisse in Jesus Christus erfüllt sind. Ich brauche mich nicht zu fürchten. Ich muss nicht mehr angreifen und urteilen. Ich muss nicht überall meinen Senf dazugeben und Recht haben wollen. Ich bin umgeben von der Liebe Gottes. Alle meine Bedürfnisse sind erfüllt. Ich muss da draußen nichts mehr suchen, weil ich umgeben bin von der Liebe Gottes. Ich muss die Herrlichkeit Gottes in mir nicht mehr verleugnen. Mein Wunsch ist es, still zu sein und auf das zu schauen, was mir bereits gegeben ist. Und glücklich mit dem zu gehen, was ich im Moment habe. Ich bin umgeben von der Fülle Gottes. Da gibt es keinen Mangel. Da gibt es nur Liebe, Fülle. Ich bin ewig geliebt und für mich wird ewig gesorgt sein. Dafür verbirgt sich der Heilige Geist. Lass mich meine heilige Funktion nicht vergessen. Lass mich vergeben und glücklich sein und erkennen, dass ich immer umgeben bin von der Liebe Gottes. Und ich würde mich freuen, wenn die Christine noch einmal ihr Lied anstimmen würde. Amen. Ich bin umgeben von der Liebe Gottes. Ich bin umgeben von der Liebe Gottes. Ich bin umgeben von der Liebe, von der Liebe Gottes. Ich bin umgeben 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 von der Liebe, von der Liebe Gottes. Und alle zusammen. Ich bin umgeben von der Liebe Gottes. Ich bin umgeben von der Liebe Gottes. Ich bin umgeben von der Liebe, von der Liebe Gottes. Das schallt jetzt um die ganze Welt, mein lieber, lieber Bruder. Danke, danke für deine Liebe in jedem Moment.
Da ist nur Liebe. Also freue dich einfach über die Liebe, die du durch dich selbst erfährst. Durch dein Geben und Empfangen. Schatz Gottes, dir einen liebevollen Tag mit Gott in deinem Geist. Und dann wirst du erfahren, dass du umgeben bist von der Liebe Gottes. So einfach kann es sein und ist es. Amen. Amen. Wir sehen uns. Sweetheart of God. Bis ganz gleich.